So, und damit herzlich willkommen zurück zu der Citadellum-Demo. Ich hoffe, euch hat der letzte Part gefallen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, euch den auch anzuschauen. Ist natürlich wie immer auch verlinkt. Und auch hier möchte ich direkt nochmal erwähnt haben, dass solange noch das Steam Next Fest läuft, sprich mindestens mal bis zum 17. Juni, könnt ihr diese Demo hier auch spielen. Also auf jeden Fall ran da, wenn es euch gefällt. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall erstmal hin und bauen ein weiteres Lager aus, denn ich sehe, da hinten gibt es ein wenig Probleme. Das wollen wir natürlich nicht. Also bauen wir das doch mal hier hin. Zustand der Stadt. Vergiss nicht, dass du auf alle Einwohner deiner Stadt Rücksicht nehmen musst. Wenn du nur Unterkünfte für Plebejer oder Soldaten baust und keine Beschäftigung für sie findest, könnten sie Ärger anrichten. Ja gut, das haben wir ja. Wir haben eher zu wenig Unterkünfte. Am oberen Rand des Bildschirms siehst du alle Informationen, um den Stand der Dinge in deiner Stadt zu erfahren. Du kannst feststellen, welche Aspekte deiner Stadt gut laufen und welche nicht, wie zum Beispiel die Anzahl der Obdachlosen oder Arbeitslosen. Oh Gott, haben wir Obdachlose? Nein, haben wir nicht. Gott sei Dank. Versuche diese Informationen ständig zu überwachen, um deine Stadt besser zu verwalten und ihr zu Wohlstand zu verhelfen. Was? Ich freue mich über deine Fortschritte. Es ist an der Zeit, eine weitere wichtige Aufgabe für deine Bürger zu übernehmen. Die Ernährung ist ein wichtiger Aspekt für die Bewohner deiner Siedlung und du musst sie ständig überwachen. Ohne Lebensmittel sind die Bürger nicht glücklich. Komisch. Und sie werden vielleicht krank oder verlassen sogar die Siedlung. Sorge dafür, dass du immer genug Nahrung hast, um den Bedarf deiner Bevölkerung zu decken. Du kannst verschiedene Arten von Feldern, Farmen und Angelstellen errichten. Die Lebensmittel müssen in Getreidespeicher gelagert werden, die man in der Nähe der Gebäude für die Herstellung von Lebensmitteln bauen muss. Wie bei den Lagern können die Lebensmittel in den Getreidespeichern von jedem Gebäude in der Siedlung verwendet werden. Alright, good to know. Ich hätte gesagt, wir bauen erstmal ein, zwei Häuser für Plebejer nochmal. Denn wir haben ein wenig ein Problem mit zu wenig Arbeitskraft. In so ziemlich jedem Bereich, der nur erdenklich ist. Und das würde ich gerne fixen. So, hier haben wir zum Beispiel auch noch gar niemanden, der in dem Lagerhaus arbeitet. So, jetzt haben wir zumindest eine Person. Das ist schon mal not bad. Allerdings brauchen wir dann natürlich noch ein paar Leute mehr. So, dann wollen wir gucken, dass wir uns um Essen kümmern. Eine Angelstelle hat sich eigentlich gar nicht so schlecht angehört, aber ich glaube, wir haben noch keine, oder? Nee. Womit wollen wir anfangen? Wir können eine Bäckerei haben. Okay, wir brauchen aber für die meisten Sachen erstmal auf jeden Fall Weizen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sprich, ich hätte gesagt, dass wir hier hinten vielleicht uns darum auch kümmern. Also, Weizenfeld it is denn. So. Ich weiß, da müssen wir auch noch Leute anstellen, kriegen wir gleich hin. So, einen Getreidespeicher bauen wir hier hin. Und wir sollten bei der Menge an Gebäuden, die mittlerweile hier stehen, vielleicht auch eine Feuerwache hier besitzen. Jetzt sehen wir aber erst, wie extrem das... Oh, wir haben jetzt ein paar arbeitslose Leute. Das ist perfekt. Wir müssen einige Leute gerade anstellen. Ach, du brauchst... Stimmt, du brauchst Wasser. Kann ich Aquädukte auch über die Straße bauen? Ich hoffe sehr. Let's try that out. Ich hoffe, die Leute kommen da dann noch durch. Doch, okay. Ich hätte gesagt, wir machen diesen Umweg hier. Das ist sehr teuer. Okay. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ich mache den Umweg halt, damit wir nicht nur direkt hier Wasser hochziehen, sondern... Na, wohl... Obwohl, vielleicht packen wir es hier hinten dran.
Aber ich würde auf jeden Fall gern den Platz halt lassen, dass wir in Zukunft da auch, ne, in der nächsten Reihe hier auch Wasser haben können. Wir haben zu wenig normale Steine scheinbar, dass hier weitergearbeitet werden kann, klar. Macht Sinn, wir haben ja gerade auch eine Menge verbraucht. So, wir haben momentan 2 Arbeitslose, dann können wir hier die im Lagerhaus anstellen. Ah, ja, stimmt, Steine. Überall das Problem. So, da brauchen wir auf jeden Fall noch einige mehr. Was können die eigentlich, Berater? Ach, das sind im Grunde... Oh, okay. Den können wir, mit den verschiedenen Göttern können wir hier scheinbar auch ein unterschiedliches Standing haben. Diese Lebensmittel müssen nun zu den Bürgern gebracht werden. Der Markt ist ein wichtiges Gebäude für die Versorgung der Bürger. Du solltest ihn in der Nähe des Hauses der Plebejer und Patrizier platzieren, um sicherzustellen, dass deine Bürger gut mit allem versorgt sind, was sie an Lebensmitteln und Waren benötigen. Sorge dafür, dass deine Getreidespeicher und Lagerhäuser das haben, was deine Bürger brauchen, damit die Arbeiter auf dem Markt es an die Häuser liefern können. Ist der Markt eigentlich noch groß genug? Sehen wir gleich. Die Plebejer sind nicht die einzige Klasse von Bürgern, die in unserer Stadt leben können. Patrizier sind Bürger, die nicht arbeiten, aber mit ihren Steuern zur Wirtschaft beitragen. Damit sie in deine Stadt kommen, musst du Patrizierhäuser bauen. Ich weiß, haben wir ja schon ein paar. Ihre Bedürfnisse sind viel höher als die der Plebejer und wenn man sie nicht befriedigt, sinkt die Zufriedenheit in der Siedlung, sodass einige die Siedlung verlassen. Denke daran, dass die Höhe der Steuern, die sie zahlen, ihr Glück beeinflusst. Erhöht man die Steuern, nimmt man zwar mehr Geld ein, aber das Glück der Menschen nimmt ab. Vergiss nicht, Steuerämter zu bauen, die über die Steuererhebung für die Steuererhebung zuständig sein werden. Behalte Letzteres im Auge und sorge dafür, dass die Patriziergebäude und Aktivitäten zur Unterhaltung haben, um ihre Zufriedenheit zu steigern. Wir sind ja dran, indem wir versuchen, nach und nach unsere Taverne endlich an den Start zu bringen, dass die auch tatsächlich Dinge tun kann. Es ist an der Zeit, dass du die Stadt weiter verbesserst. Die Ansehensstufe ist ein Indikator für die Beliebtheit deiner Stadt. Je höher sie ist, desto mehr fortgeschrittene Gebäude stehen zur Verfügung und die Stufe einiger Gebäude steigt automatisch an, was die Ankunft neuer Siedler in der Siedlung fördert. Wenn du die vorgegebenen Ziele nicht erreichst, sinkt das Ansehen deiner Siedlung und du verlierst bestimmte Vorteile. Um die Anforderungen für das Aufwerten von Ansehen zu überprüfen, bewege den Mauszeiger über den Ansehensbereich und es wird dir angezeigt, welche Gebäude du damit freischalten kannst. Oben links auf dem Bildschirm findest du weitere Informationen über deine Stadt. Einerseits, wie bereits erwähnt, Ansehen. Du kannst aber auch die Gunst deiner Bürger abrufen. In diesem Bereich kannst du auch sehen, was vom Tag noch übrig ist. Dies ist wichtig, weil die Einzüge und Zahlungen zu Beginn eines jeden Tages zusätzlich zu den Kauf- und Verkaufsvorgängen der Handelsroute ausgeführt werden. Schließlich kannst du eine Übersicht über den Geldbestand in deiner Kasse und den Tagessaldo sehen. Das war erstmal eine Menge Input auf einmal. Aber ja, da oben sehen wir basically alles. Ah, okay, wenn wir mehr plebejische Bevölkerung haben, geht's da weiter. Wie sieht es eigentlich momentan mit Steuern aus? Ja, wir machen auf jeden Fall immer noch gut Geld. Und wir sind auch kurz vor einem Level-Up, was das angeht. Ich würde allerdings gerne, bevor wir das Level-Up haben, hier hinten das eigentlich anbinden. Denn das wird mir so langsam zu risky, wenn wir jetzt ganz viele neue Sachen haben, wo wir uns drauf fokussieren und immer noch nicht hier das abgesichert haben. Ich lass mal ein klein wenig schneller laufen. Ne, momentan laufen wir sonst die ganze Zeit auf der Normalgeschwindigkeit. Aber ich möchte halt erstmal haben, dass wir da relativ safe sind. Ich sehe, wir haben aber allerdings nicht... wir haben doch noch ein paar Leute, die keinen Job haben gerade. Sekunde, dann ändern wir das doch mal. So, das läuft aber eigentlich alles relativ gut hier. Ich glaube, wir müssten so langsam auch für den, für die Kellerei genau das Zeug haben.
So, dann bauen wir die doch mal von mir aus gerade hier hin. Und ziehen direkt hier nochmal jemanden ab, denn wir brauchen jemanden, der hier arbeitet. Damit müssten wir aber hier zumindest auf Dauer auch, ja, prinzipiell irgendwann Wein haben. So, ich sehe allerdings, wir haben hoffentlich genug Stein. Oh, ich sehe, da sind ein paar neue Leute angekommen wieder. Und das obwohl wir kein neues Haus gebaut haben. Ich sehe, wenn ich es richtig sehe, ist hier ein Haus gelevelupt. Sehr schön. Ave Dominus, ich bin Marcus Drusus, Militärdelegierter des Senats und ich werde deine Aktivitäten auf der Karte beaufsichtigen. Es scheint, als würde sich die Stadt langsam entwickeln, aber es dreht sich nicht alles um die Arbeit in der Siedlung. Du kannst das Gebiet erforschen und dir die militärische Herrschaft über das Gebiet sichern. Über die Schaltfläche in der Benutzeroberfläche oder durch einfaches Herauszoomen aus deiner Siedlung kannst du dein Gebiet auf der Regionskarte einsehen. Das sieht sehr cool aus. Auf dieser Karte siehst du deine Stadt und auch die Gebiete, die du bisher erkundet hast. Je größer der erkundete Bereich ist, desto mehr Straßen entstehen, die deine Stadt mit den anderen Städten verbinden und dir den Handel mit ihnen ermöglichen. Um einen Erkunder zu bewegen, wähle ihn aus und wähle eines der angrenzenden Gebiete. Wenn der Erkunder auf feindliche Armeen trifft, besteht die Möglichkeit, dass er getötet wird. Dann sollten wir das vermeiden. Aber oh, das ist schon sehr cool. Das gefällt mir. Aber das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, sehe ich. So. Verbinden wir dich mal mit dem Wasser. Ach stimmt. Moment, ich verbinde dich ja nicht direkt mit dem Wasser. Ich brauche ja ein Reservoir. I forgot. Da brauchen wir noch ein paar Steine, aber sind wir ja kurz vor. Nevermind, wir haben genug Steine. Sekunde. Ich hätte gern das hier weggemacht und dann bauen wir ein neues Ding. Hier hinten dran. So. Da kommt das Wasser so langsam. Wasser? Hat das Aquädukt eine maximale Reichweite? Ich vermute ja. Und wir haben eine Menge neuen Stuff freigeschaltet. Ich gehe nicht alles einzeln durch, aber wir haben scheinbar den Angelsteg zum Beispiel bekommen. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube, das Aquädukt hat tatsächlich eine maximale Distanz. Denn wir haben hier nichts ausgelassen. Ah doch. Scheinbar schon. Never mind. So, ich stelle mal Leute überall ein, dass hier nicht randaliert wird, weil die nichts zu tun haben. Vielleicht nicht beim Steinmetz. Wir wollen schon noch ein paar Steine auch selbst sammeln. Und hier vielleicht auch nicht alle. So, aber beim Lagerhaus zum Beispiel, ja, Ingenieursposten wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn wir da noch eine Person mehr hätten. So, wie sieht es bei den Plebejern aus? Ihr seid relativ zufrieden. So, wie sieht es mit dem Wein aus? Wo speichere ich den denn? Ah, okay, der kommt auch hier rein. Ja, okay, ich sehe es. Also wir brauchen vielleicht jetzt mehr Leute am Markt. Ich baue mal noch ein, zwei Häuser hier. Wir sollten uns dann vielleicht auch noch um eine weitere Feuerwache und so weiter kümmern.
Sobald wir wieder ein paar Steine haben. So, aber wir können hier auf jeden Fall schon mal ein paar Leute anstellen. Und der Markt reicht auch schon nicht mehr aus von der Größe. So, haben wir denn... Immer noch nicht. Aber dafür haben wir zumindest schon mal genug. Gut, ich hätte gesagt, wir bauen den hier hin. Dann decken wir eigentlich das gesamte Gebiet hier ab. Und dann schauen wir nochmal bei der Feuerwache. Aber da brauchen wir nochmal deutlich mehr Steine. Sind die eigentlich unendlich? Ich weiß es nicht. Ich kann zumindest nicht... Also ich wüsste nicht, wie ich checken kann. Ob die unendlich sind oder nicht. So, wir können hier auf jeden Fall gucken. Ein bisschen mehr Holz können wir auf jeden Fall mitnehmen. Lagerhaus können wir auch eine Person mehr anstellen. Sägewerk, sagen wir mal, 3. Mir aus beim Steinmetz auch 3. So, da können wir noch Leute hinbringen. Da noch jemanden. Und dann haben wir keine Arbeitslosen mehr. Sehr gut. Guck nochmal schnell. Okay, jetzt sind wir so langsam auch an dem Punkt, dass wir ein wenig gucken müssen, denn so viele Steuern haben wir gerade nicht mehr, als wir ausgeben. So, bauen wir das hier oben hin oder nicht? Fände es eigentlich schon ganz gut. Dann müssen wir halt leider auch Wasser dahin bringen. Aber das kann ich doch mit dir doch machen, ne? Macht er ja automatisch, glaube ich. Ich zieh mal... Weißt du was, zieh mal bei Mark 2 Leute ab. Das tut nicht weh. So, wie ist jetzt die Zufriedenheit bei euch? Immer noch nur 40. Und das, obwohl wir hier drüben die Taverne haben. Das finde ich aber nicht so geil. Da habe ich mit mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Oh. Whoops. Sekunde, wir kümmern uns gleich drum. Wo ist mein Ingenieursgebäude, damit ich weiß, ob hier noch was anderes einbricht? Ne, du wirst repariert. Okay, dann baue ich das nächste Lagerhaus woanders. Ich baue jetzt nicht wegen dem Lagerhaus an einer anderen Stelle noch so ein weiteres Gebäude. So. Das hier muss... das hat aber echt viel gekostet. Da war unser gesamtes Holz drin. Das waren 300 irgendwas. Ja, das war schmerzhaft ein bisschen. Ja, das... Obwohl, das geht aber auch relativ schnell, gerade wie ich sehe. Holz ist scheinbar ganz flott erledigt immer. Also war auch gut, denn wir bräuchten ein weiteres Patrizierhaus. Wie sieht es eigentlich hier aus? Okay, wir brauchen 5 mehr patrizische Bevölkerung. Daran arbeiten wir gerade. Können wir schon irgendwas bei Unterhaltung bauen? Ja, Schauspiel, Schule und Theater. Dauert noch ein bisschen, weil wir haben leider gerade unsere ganzen Holzbretter verloren. Also würde ich gleich erstmal ein normales Haus von denen bauen, bevor wir irgendwie Advanced Stuff irgendwo haben. Sobald wir... Ja. Jetzt genug Holz haben. Perfekt, Steuern sammeln wir da immer noch ein. So, hier müssen wir auch irgendwo den Cut machen davon, wo wir normale Bevölkerung haben. Weil hier hinten wollen ja die Leute nicht wohnen. Das wissen wir ja mittlerweile.
Wie ist hier die Attraktivität immer so? Okay, am höchsten ist er natürlich hier ganz in der Nähe. Klar, das macht Sinn. Weil das hier null ist, das finde ich schon... Weiß ich jetzt nicht. Könnte natürlich auch die Gebäude verschieben und hier in eine zweite Reihe direkt bauen. Ich glaube, das machen wir. Ja, wir kümmern uns ja gleich drum, dass wir eine Straße haben. So, also erstmal hätte ich gesagt, gehen wir darüber. Und dann können wir das auch noch hier mit verbinden. So, dann nehmen wir dich mal mit Haus. Theoretisch können wir auch gerade nochmal, weil es bietet sich ja auch an, hier direkt dann nochmal eins runterbauen. Und euch moven wir auch nochmal ein klein wenig. So. Da seid ihr auch ein bisschen glücklicher. Ja, nicht super, aber schon ganz nice. So, ihr habt allerdings noch Sachen, die ihr gerne hättet, aber nicht besitzt. Da kümmern wir uns gleich drum. Erst dann zum Beispiel eine Therme. Oder eine Arztpraxis. Ich glaube, eine Arztpraxis wäre noch wichtiger. So. Bauen wir die als erstes. Thermen helfen auch der Gesundheit. Okay. Können wir auf der anderen Seite bauen dann einfach. Okay, Schulen helfen auch. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Können wir theoretisch hier bauen bei den Patriziern. Da stellen wir zwei an. Okay, da stellen wir alle an. Ach, klar. Ihr braucht die Heilkräuter. Das hätte ich mir denken können. So. Das ist allerdings kein Problem. Dann stellen wir die halt her. Und da brennt's. Because of course it does. Aber wir haben hier genug Feuerwehren, dass das kein Problem sein dürfte. Ja. Und wir haben theoretisch genug für die nächste Ansehensstufe. Ich weiß nicht, woran es hapert, dass es noch nicht passiert ist, aber sollte bestimmt gleich werden. Bauen allerdings vielleicht nochmal ein Haus. Und wir haben wieder jemand Arbeitsloses. Oder er hatten. Ich stelle mal mehr Leute hier bei der Feuerwehr an, wenn ich mir das angucke hier. Wie läuft es eigentlich mit der Wartung? War doch erstaunlich gut. Dann würde ich die nächsten zwei wieder am Markt anstellen. So, jetzt machen wir... Ah doch, wir machen immer noch gut Geld hier. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Attraktivität gestiegen ist. Jetzt brennt es aber schon relativ häufig. Weiß ich ja jetzt nicht, was ich von halten soll. So, die machen 200 pro Tag. Du stellst 40 pro Tag her. Sprich, du verbrauchst 200 pro Tag. Basically. Okay. Wo stellen wir den Obdachlosen an? Okay, wir haben nicht wirklich eine große Auswahl, also hier. Jawohl, du verbrauchst
Du hast 45 davon her, sprich du verbrauchst 30 hiervon. Ich kann auch da noch jemanden anstellen, theoretisch. Aber ich denke, im Moment reicht das erstmal. Gut, wir könnten eine Therme gebrauchen. Also, warum nicht? Oh, aber das ist bei denen ist es erforderlich. Okay, aber das zählt trotzdem bei denen da oben. Alright, dann ist ja alles gut. Damit ist die Attraktivität auch nochmal ein bisschen erhöht und ich bin glücklich. Genauso wie hoffentlich meine Leute hier. Und wie hoffentlich auch ihr. Denn wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auf jeden Fall gerne die Demo hier zum Spiel bei Steam, beziehungsweise beim Steam Next Fest, und natürlich brennt es hier nochmal, beim Steam Next Fest euch geben. Bis zum 17. Juni ist die auf jeden Fall noch verfügbar. Danach bin ich nicht 100% sicher, aber ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, die bis dahin noch auschecken. Außerdem sollte das natürlich sonst erstmal für heute gewesen sein. Also auf jeden Fall gerne Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis denne und ciao.